So, Freunde, was geht bei euch heute bei Battlefield 5? Das Game hat wirklich sehr viele verschiedene Fahrzeuge. 10 verschiedene Flugzeuge, 9 verschiedene Panzer und das jetzt schon zur Release von B5. Und die Sache ist halt, auch wenn die Fahrzeuge manchmal einen ähnlichen Namen haben, wie zum Beispiel Stuka B1 oder Stuka B2, unterscheiden sie sich trotzdem extrem voneinander. Einfach weil das Upgrade-System bei jedem einzelnen Fahrzeug ein komplett anderes ist. So, auch wenn die ähnlichen Namen da sind und das ähnliche Aussehen, das ist ein komplett anderes Gameplay, was man mit dem und dem Flugzeug denn hat. Und da das wirklich so komplett umfangreich ist und es überall was anderes gibt, werde ich euch die einzelnen Fahrzeuge vorstellen und da jeweils so ein kleines Tutorial bzw. Guide zu machen. Ich fange heute an mit der deutschen Messerschmitt Bf 109 G6 und das ist ein Flugzeug, was sich wirklich von allen anderen Flugzeugen in Bf 5 unterscheidet, weil der Großteil davon ist auf Bomben ausgelegt bzw. hat die Möglichkeit, Bomben mitzunehmen und als Bomber dann sozusagen zu fungieren. Das Teil hier nicht. Und anders als man es jetzt vielleicht erwartet, dass das Ding jetzt der komplette Jäger ist sozusagen, der absolute Flugzeugjäger, der dann halt dementsprechend eine sehr starke Anti-Flugzeug-Guns dabei hat. Das hat er definitiv auch, aber bei den anderen Flugzeugen sieht es nicht unbedingt anders aus. Das Besondere an der G6 Messerschmitt-Variante ist, dass sie ein Upgrade mitnehmen kann, beziehungsweise eine Art von Munition, die kein anderes Flugzeug einpacken kann. Und zwar das Minengeschoss. Und das bewirkt, dass die Munition der 20mm Kanone durch Explosivgeschosse ersetzt wird. Und diese Explosivgeschosse eignen sich natürlich wunderbar dazu, auf Infanterie zu schießen. Und das funktioniert echt gut. Man muss die Infanteristen auf dem Boden nicht mehr komplett genau treffen, weil halt das Explosivgeschoss Explosivschaden macht, Splash-Damage macht. Man kann auch ein Stückchen daneben schießen und die bekommen trotzdem Schaden. Und die Kanone macht echt schon gut Damage auf die Infanteristen. Es ist jetzt nicht so, dass es zu krass ist oder so. Man kann jetzt da nicht mit einem Anflug irgendwie so von dem Gegner zum Gegner wechseln, wenn sie weit auseinander stehen und einem nacheinander holen, weil da muss man auch schon relativ schnell hochzielen. Aber wenn beispielsweise irgendwie 3, 4, 5 Leute auf einem Fleck stehen und man darauf holt, dann gehen die schon down. Meistens so, wenn er so ein einzelner Gegner ist, bekommt man den mit dem Anflug down, dann zieht man hoch, dreht den nächsten Kreis und kommt dann wieder angeflogen. Als Ergänzung zu diesen Explosivgeschossen, wenn man den Update-Baum weiter in die rechte Richtung skillt, bekommt man noch Raketen dazu. Das sind zwar nur 2, aber lasst euch an der Stelle von der Zahl nicht abschrecken, denn diese 2 Raketen haben es wirklich in sich. Die hauen wirklich einen so großen Explosionsradius raus, dass wenn man so im Augenwinkel noch einen Gegner sieht, da drüber fliegt, da eine Rakete raufhaut, der geht sicherlich down. Und vor allem, wenn größere Ansammlungen da unten stattfinden, dann holt man die einfach alle mit den Dingern weg. Diese Explosivgeschosse in Kombination mit diesen Raketen macht dieses Flugzeug zu einer wirklichen Anti-Infanterie-Waffe. Und wie ist es jetzt, wenn man diese Raketen oder auch die Hauptmunition leer geschossen hat, was bei der Hauptmunition wirklich nicht so schnell passiert, aber dafür bei den Raketen schon, weil es sind halt eben nur 2. Da gibt es auf jeder Karte diese Aufmunitionierstationen, wo man sich auch dann komplett voll reparieren kann. Und da muss man einfach nur kurz durchfliegen und dann hat man wieder direkt die volle Anzahl von Munition bei allen Waffen. Und das ist halt so eine Sache momentan, die Dinger haben keinen Cooldown. Das heißt, man fliegt rein, bombardiert oder schießt Raketen ab, fliegt wieder zurück, fliegt wieder rein, bombardiert, schießt die Raketen ab, fliegt wieder zurück. Vor allem bei den stärkeren Bombern, um jetzt mal kurz vom Thema hier abzukommen, ist das momentan sehr krass, weil die wirklich dauerhaft ihre Bomben abwerfen können, ohne einen wirklichen Cooldown. So, das ist halt die Sache, aber dazu in einem anderen Video dann mehr. Man hat also absolut keine Munitionsprobleme an der Stelle, weil es halt nur 2 Raketen sind. Die kann man sich ganz schnell immer wieder auffüllen. So, die Sache ist jetzt, die Messerschmitt hier ist mit diesem Loadout eine wirklich komplette Anti-Infanterie-Waffe. Und das bringt einem Flugzeug in Battlefield 5 eigentlich nicht viel. Klar, man kann da anfliegen, da die Kills machen, aber spätestens nach 30 Sekunden hängt sich einer an einen ran und man geht halt komplett down. Ja, das wäre eigentlich so. Wäre denn die Tatsache nicht, dass diese Explosivgeschosse momentan zumindest, ich weiß nicht, ob das so sein soll, auch gegen Flugzeuge extrem stark sind und zu meinem Gefühl jetzt nach, ich habe alles mal durchprobiert und alles mal ausprobiert, ist das die stärkste Munition auch gegen Flugzeuge. Das heißt, man hat ein komplettes Bodenloadout, um auf dem Boden alles wegzuhauen, was geht, mit der am besten möglichen Effektivität und im Luftraum zieht man auch keine wirklichen Nachteile, weil halt das auch die beste Munition gegen gegnerische Flugzeuge ist. Die Frage ist jetzt, ist das irgendwie zu stark? Und das ist momentan wirklich noch sehr schwer zu sagen. Ich meine, klar, mit so einem Loadout sollte man effektiv gegen Infanterie sein, aber vielleicht nicht unbedingt so krank effektiv zusätzlich noch gegen Flugzeuge. Ich meine, das macht absolut Bock, damit zu fliegen und das heißt jetzt auch nicht, dass man damit alles und jeden nervt und wegfarmt und komplett jede Runde einen 70-0 raushaut. Das heißt es nicht unbedingt, denn wie gesagt, Battlefield 5 ist es so, wenn man sich nicht wirklich auch dauerhaft um die Flugzeuge kümmert. Heißt nicht, dass es in anderen Battlefield-Teilen nicht so ist oder war,
Aber vor allem bei Battlefield 5 ist es so, dass wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt aber nur auf Infanterie schießen, so wird das nichts. Ihr werdet instant immer und immer wieder runtergeschossen. Alle 20, 30 Sekunden hängt sich einer an euch ran und holt euch halt weg. Ihr werdet nicht in Ruhe auf Infanterie schießen können, außer halt im Gegnerteam sind gerade zwei Bomber, die das Gleiche machen wollen. Dementsprechend muss man hier in Battlefield 5 wirklich darauf achten, dauerhaft auf die Flugzeuge zu gehen. Und immer, wenn die Flugzeuge alle vom Himmel sind, dann kann man sich um die Infanteristen auf dem Boden kümmern, da so ein, zwei Flüge drüber machen und dann sind auch schon die gegnerischen Flugzeuge wieder am Himmel. Ganz wichtig auch hier, rettet den Mates den Arsch. So, das ist so verdammt wichtig. Wenn ihr gerade seht, das habe ich schon sau oft erlebt, ihr seht, okay, da ist gerade ein Mate, der kämpft mit einem gegnerischen Flugzeug und ihr entscheidet euch, ja, die sind beschäftigt, ich gehe auf Infanterie. So wird es nichts. Man muss wirklich dann da eingreifen und mithelfen. Man muss die Luftüberlegenheit erreichen, um dann auch wirklich effektiv mit so einem Flugzeug unterwegs zu sein, um eben nicht down zu gehen. Wenn man das Glück hat, ein Team zu haben, was genauso denkt, dann rastet man wirklich komplett aus damit. Wenn nicht, dann ist halt eben das komplette Gegenteil der Fall. Was ich euch damit sagen will, ist, dass sich eben nicht mal eben jeder in so ein Flugzeug hängen kann mit diesem Loadout und dann die krassen Scores raushauen kann, wie es jetzt beispielsweise in Battlefield 1 oder so der Fall war. Das geht hier wirklich eher wieder ein bisschen in die skillige Richtung oder eher Teamplay-Richtung. So. Das ist hier wirklich extrem krass. Man ist so schnell down, wenn einer hinten dran hängt. Man kann sich so ein bisschen Zeit verschaffen mit dem Reinreparieren und so weiter und ein bisschen im Kreis gefliege, aber wenn dann kein Mate zur Hilfe kommt, dann ist man halt weg vom Fenster so. Was ja auch noch mit reinspielt und auch ein Teil von der B5-Balance ist, wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, auf die Seite der Alliierten, die haben andere Flugzeuge. Und diese Flugzeuge sind im Großen und Ganzen auch nicht unbedingt auf die Bodenziele ausgelegt, auf das ständige Bombardieren von den Bodenzielen, sondern eher auf den Luftkampf. Dementsprechend beispielsweise die Spitfire-Varianten, die sind halt wendiger in der Luft. Damit kann man engere Kurven ziehen, vor allem, wenn man die geupgradet hat in die Richtung, was man in den meisten Fällen auch macht, weil man die Dinge halt eher auf den Luftkampf spezialisiert. Und im Gegenzug hat die andere Seite, was das angeht, ist dann halt eben ein bisschen schwieriger so. Man wird halt dann immer mal wieder von so einer Spitfire weggelasert, wenn man die Spitfires nicht vorher weglasert. Bei so Flugzeugen ist auch immer ganz wichtig, wie sich die Anti-Air auf dem Boden verhält, wie stark die ist. Das war bei Battlefield 1 ein Riesenthema. Erst zu krass, dann zu schwach, dann zu krass, dann wieder zu schwach und hin und her. Und in Battlefield 5 ist es jetzt so, und ehrlich Meinung an der Stelle, die Anti-Air in Battlefield 5 ist wirklich noch deutlich zu schwach. Vor allem auf Bomber und so weiter bezogen, da macht die absolut keinen Schaden. Da kann man ganz gemütlich noch zwei Runden drehen, bevor man die anfliegt, während sie auf einen schießt und sie dann weg zu Bomber One-Hit. Bei den kleineren Flugzeugen ist es ein bisschen anders. Die kassieren natürlich mehr Schaden durch so eine Anti-Air, aber auch immer noch nicht so viel. Also man kann, wenn eine Anti ist, die auf einen schießt, kann man trotzdem seinen Anflug auf irgendein Bodenziel immer noch gemütlich angehen, dann abdrehen, schnell Reparatur reinhauen, dann komplett hoch reparieren und dann den nächsten Anflug machen. Also Anti-Airs in dem Game sind wirklich noch ein bisschen zu schwach. Vor allem, weil man bei vielen Flugzeugen noch die Möglichkeit hat, ein Upgrade reinzuhauen, den gepanzerten Rumpf. Und das reduziert die Explosionsschäden am Flugzeug um 15%. Heißt, Anti-Air macht noch weniger Schaden. Ja, das Loadout ist echt krass und ziemlich stark. Aber Freunde, um erstmal zu diesem Loadout zu kommen, muss man das Flugzeug leveln. Auf Rang 4, um dann letztendlich die Raketen zu bekommen. Auf Rang 2 bekommt man schon die Explosivgeschosse. Und bis dahin muss man erstmal wirklich mit der Standardkanone klarkommen. Die geht eigentlich relativ klar, also bei anderen Flugzeugen ist die Standardkanone deutlich schwächer, also man kann damit gut gegnerische Flugzeuge wegholen. Infanterie und die ganzen anderen Bodenziele kann man damit komplett vergessen. Wenn man mal was hittet, macht sie ganz gut Schaden, aber es ist halt, man muss halt wirklich komplett genau treffen und das ist echt schwer ohne Spotting-System. Wenn es jetzt zu den Endgame-Loadouts kommt, wenn man hier alles freigeschaltet hat, das Flugzeug auf Rang 4 hat, dann gibt es hier im Vergleich zu anderen Flugzeugen nicht so viele unterschiedliche Spielweisen. Also mit dem Setup hier fahrt ihr auf jeden Fall mit am besten. Wenn ihr euch jetzt aber entscheidet von wegen, hey, okay, ich kann mit der Explosivmuni auf Flugzeuge komplett schießen und Infanterie wegholen, wenn ich möchte, aber ich möchte gerne trotzdem ein bisschen manövrierfähiger unterwegs sein, dann kann man sich beim letzten Slot dazu entscheiden, nicht auf die Raketen zu gehen, sondern auf die automatische Anströmkante, was die Manövrierfähigkeit deutlich verbessert und man dann mit den Spitfires im Gegnerteam auch ein bisschen besser mithalten kann. So, das sind die zwei unterschiedlichen Top-Loadouts. So, bei den anderen Sachen könnt ihr klar gerne ein bisschen rumprobieren, aber das macht auf lange Sicht im Endeffekt nicht wirklich viel Sinn. So, also mit den Dingern hier fahrt ihr halt einfach deutlich besser, aber das ist auch an der Stelle euch überlassen. Freunde, das ist die deutsche Messerschmitt BF109 G6. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Abo da. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Daumen nach oben, ein Like rausballern. Auch vielen Dank dafür. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.